Aufgrund des Warnstreiks ging an vielen Stellen in Kassel nichts mehr. Busse und Straßenbahnen blieben in den Depots. Pendler mussten auf den Pkw umsteigen. Tausende Teilnehmer waren am Morgen unterwegs, um ihren Forderungen nach mehr Lohn und 30 Tage Urlaub für alle Nachdruck zu verleihen. Wir wollen 100 Euro mehr Lohn und zusätzlich 3,5%. Die Protestumzüge kamen aus allen Richtungen der Stadt. Vom Steinweg, Weserstraße und Leipziger Platz kommend trafen sich die Streikenden auf dem Altmarkt. Nach einer kurzen Protestaktion zogen die Menschenmassen weiter in Richtung Königsplatz. Die Polizei sperrte die Straßen ab, auch wenn der eine oder andere das nicht unbedingt einsehen wollte und mit der Polizei zu diskutieren begann. Wartende Menschen an den Bushaltestellen zeigten sich eher verständnisvoll. Ich habe es hier schon vor ein paar Tagen gelesen, momsan, und man richtet sich auch darauf ein, momsan, und es fahren ja immer noch ein paar Busse, wo man notfalls noch irgendwo hinkommen kann. Die rund 6000 Teilnehmer trafen sich anschließend zu einer Kundgebung auf dem Königsplatz. Nach Angaben der Polizei gab es neben kurzfristigen Straßensperrungen keinerlei Probleme.